das ebenfalls Fernsehgeschichte schrieb, der Mitternachtsspitzenmann der ersten Stunde, Richard Rogloff. Amen. Meine Damen und Herren, ich habe für alle, die noch vor Weihnachten einen gut bezahlten Job suchen, eine gute Nachricht. Es gibt einen tollen neuen Beruf. Werden Sie Krankheitserfinder. Erfinden Sie Krankheiten. Die Pharmaindustrie und die Krankenkassen suchen händeringend nach Leuten mit einer schmutzigen Fantasie, mit der sie aus gesunden Menschen chronisch kranke Patienten zaubern können. Und das geht ganz schnell. Die Krankheiten liegen nur so rum. Allein hier die Mitternachtsspitzen. Ich denke, ich höre nicht recht. Die Sendung hat noch nicht begonnen. Der Bäcker kommt heraus, hat noch kein Wort gesagt. Da drehen hier Leute durch. Johlen liegen sich in den Armen. Wenn die Aufzeichnung hier Ihre Krankenkasse sieht, dann sind Sie aber angeschwärzt. Wundern Sie sich nicht, wenn in Ihrer Krankenakte plötzlich steht, hier die Patientin Meyer-Schmitz neigt zu plötzlichen, völlig unmotivierten, realitätsfernen Gefühlsausbrüchen. Und ich will gar nicht an das Ende der Sendung denken. Da rast wieder einer hier durch den Raum in gefühlten 1000 Kameraeinstellungen. Wer weiß, was er heute vorhat, wahrscheinlich zertrümmert er die Kanzel hier und äußert seine Empörung über gesellschaftliche Missstände in einer Lautstärke. Wissen Sie, warum die Mitternachtsspitzen heute in der Kulturkirche stattfinden? Der alte Wartesaal wurde vor gut einem Jahr komplett renoviert. Aber der Schmickle hat es mit seiner erdbebengleichen Empörung geschafft, dass nach kurzer Zeit die statisch neu abgesicherte Decke im alten Wartesaal schon wieder einsturzgefährdet ist. Und um den Schmickler, muss ich Ihnen ehrlich sagen, da mache ich mir Sorgen. Wenn der so weitermacht, der landet bald in der geschlossenen Abteilung des Klinikums Köln-Meerheim. Diagnose: krankhafte Wutanfallserscheinungen als Folge einer postintellektuellen Verbitterungsstörung. Ja, die Krankenkassen suchen nach solchen Schmicklers. Daran wird verdient, dafür bekommen sie Geld aus dem Gesundheitsfonds. Im letzten Jahr haben sich die Krankenkassen damit 1 Milliarde Euro erschmuggelt. Und natürlich immer in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Die erfinden mittlerweile einfach Arzneimittel und dann erst suchen sie nach der entsprechenden Krankheit. Und die steht dann in Ihrer Krankenakte, die kriegen Sie nicht mehr raus. Da können Sie jedes Einstellungsgespräch von vornherein vergessen. Zum Beispiel das Sissi-Syndrom. Haben Sie schon mal davon gehört? Das Sissi-Syndrom. Da sagt der Arzt zu mir, Herr Rogler, Sie sind aber schlecht drauf. Obwohl es Ihnen doch im Allgemeinen gut geht. Typisch für Ihren Beruf. Diese Art von Depression ist häufig bei besonders aktiven Menschen. Wissen Sie, was Sie haben, Herr Rogler? Sie haben das Sissi-Syndrom. Ich habe das Sissi-Syndrom. Ja, einmal vielleicht an Weihnachten, wenn dieser Mistfilm zum 1000. Mal wiederholt wird. Ja. Nein, Herr Rogler, das haben Sie jeden Tag. Was? Der Film kommt jetzt jeden Tag. Nein, Sie sind Sissi, ich bin Sissi. Das wüsste ich aber. Sie sollten mal zum Arzt gehen. Sie haben eine schwere chronische Realitätsfiktionsstörung. Oder nehmen Sie mal die Cholesterinwerte, nicht? Ja, die haben diese Krankheitserfinder, die haben sie so weit nach unten definiert, dass 70% der Bevölkerung einen zu hohen Cholesterinwert haben. Und uns Männern reden sie dauernd ein, ja. Auch wir hätten eine Menopause. Ab 55 verändern sich die Hormone. Hochgefährlich heißt das. Da ist doch Quatsch, das ist normal. Wenn man mit 30 eine Frau kennenlernt, dann sagt man, hey Baby, sollen wir mal einen Drink nehmen und dann schauen, was die Nacht so an Überraschungen für uns bereithält. Ne? Ab 55 sagt man, hey Baby, mal eine Frage. Haben Sie vielleicht eine pflegerische Ausbildung? Ja, ist doch normal. Ne?
Aber und der Grund soll angeblich Testosteronmangel sein. Und jetzt kriegen Männer massenhaft Testosteron. Das wird aber chemisch wieder aus Cholesterin hergestellt. Und das Cholesterin erhöht wieder das Herzinfarktrisiko. Das heißt, wir Männer haben dann zwar wieder mehr Lust auf Sex, aber kaum eine Chance, diesen zu überleben. Ja. Auf der anderen Seite gibt es schwere chronische Krankheiten, die besonders unter Politikern verbreitet sind. Nehmen Sie mal die SPD. Die SPD leidet seit langem an dem Syndrom, das lautet: Wie machen wir es, ohne es tun zu müssen? Ganz schwer erkrankt daran ist zum Beispiel die Frau Andrea N. aus der Voreifel. Die hat als Generalsekretärin die Senkung des Rentenniveaus auf mickrige 43%, also die kalkulierte Altersarmut, mitbeschlossen und in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt taucht sie plötzlich auf als Retterin der Rentner. Sie will dafür sorgen, eine revolutionäre Idee übrigens, dass die Armen ab 2030 nicht noch ärmer werden. Ja, super Idee. Ich würde sagen, das ist total krank. Aber an die kommen sie nicht ran, die genießt Immunität. In einem Punkt allerdings muss ich die Krankenkassen auch mal in Schutz nehmen. Immerhin sorgen sie dafür, dass jeder Kassenpatient am Ende seines Lebens doch noch zum Privatpatienten wird. Die gesetzlichen Kassen zahlen nämlich die Ausstellung des Totenscheines nicht. Das ist ihre Privatsache. In diesem Sinne Gesundheit.